Hey Leute und willkommen zu einem neuen Fanmade Wi-Fi Battle. Heute spielen gegeneinander Masaki und Kaizen. Und ja, dieser Kampf wurde eingereicht vom lieben Red Games, ein Abonnent, der schon eine ganze Weile dabei ist und auch sehr aktiv immer Kommentare schreibt. Finde ich sehr, sehr cool, also vielen Dank schon mal dafür. Und ja, Freunde, heute mit einem lange verschollenen Co-Moderator, und zwar dem Haku. Ich bin wieder da. Oh yeah. Ja, der Haku, ewig lang nicht dabei gewesen, Freunde. Ich glaube, zuletzt tatsächlich beim X&Y-Turnier letzten Jahres. Man muss allerdings dazu sagen, wir haben es zwischendrin mal probiert und dann ging die Technik wieder nicht und genauso wie bei dieser Aufnahme, das ist schon die dritte Aufnahme, die wir jetzt machen. Ja. Es ist, ja, irgendwie ein Fluch, aber wir machen das Beste draus, Freunde. Ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal wieder direkt zur Team-Review. Und zwar hätten wir hier wieder mal ein Schlappohr, so wie im letzten Part. Ich bin jetzt schon für Kaizen. Aber ihr wisst es, Freunde, ihr wisst es. Cesurio, Pixie, Rotom, Vash, Latios und Fiaro. Und bei Kaizen sehen wir Panferno, Cesurio, Donphan, Elisard, Gewaldro und Apokalyp. Ja, Leute. Ja, Haku, was möchtest du zu Team Preview anmerken? Stilpunkte für Apokalyp, jetzt schon zum dritten Mal vergebe ich Stilpunkte. Eigentlich, ja, eigentlich müsste das Ding schon 9 Schleifen gewonnen haben. Ja, es ist einfach so, dass jedes Mal, wenn wir was aufnehmen, kommt irgendwas dazwischen. Und wie gesagt, es ist jetzt die dritte Aufnahme, dass wir diesen Kampf kommentieren möchten. Aber wir sind bisher noch nicht so weit gekommen, also wir haben uns noch nicht so sehr spoilern lassen. Ja, was kann ich noch anmerken? Wie gesagt, ja, was heißt wie gesagt, ihr habt es noch nicht gehört, aber wir jetzt zum dritten Mal. Tiertechnisch, muss man sagen, bei Masaki ein ziemliches Overuse-Team, aber das sieht auch sehr solide aus, muss ich sagen. Ja. Und bei Kaizen sehen wir, ja, lustig durchgemischtes Zeug aus allen möglichen Tiers, fast. So, ja. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und ja, also ich bin natürlich... Ja, bitte? Bevor wir anfangen, habe ich eine Frage. Mhm. Ich bin nicht auf dem letzten Stand. Wie kommt der Hass gegen Schlappohr? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, Schlappohr ist ja jetzt eigentlich sogar sehr beliebt geworden, dadurch, dass es jetzt diese Mega-Entwicklung bekommen hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hasse dieses Pokémon, aber schon immer, schon bevor es eine Mega-Entwicklung bekommen hat. Hm, komisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist super gut eigentlich, es ist mega stark, aber ich hasse es richtig. Ja, ich mag die Ponytox, das Ding ist eigentlich auch total scheiße. Na und? Ja, ne, jedem das seine. Ja. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben genug random Bullshit gelabert, wie immer, und würde sagen, wir fangen an mit dem Kampf. Woohoo. Da hat man mich noch mal im Hintergrund gesehen. Hi! Hättest doch winken müssen. Ja, mach ich das nächste Mal. So, Kaizen beginnt hier mit seinem Infernape, seinem Panferno, und ja, Masaki mit dem Schlappohr und Switch steigt raus, was auf einen fehlenden Mogelieb schon mal hinweisen könnte. Schlappohr und Mogelieb? Ist sowas möglich in der Natur? Offenbar! Wow! Und das Panferno boostet sich mit einem Schwertanz. Ist natürlich schlecht. Sehr gewagt, muss man sagen. Wo der Donnerschlag, die wird Rotom nochmal wegstecken, nehme ich an. Hydro-Pumpe geht daneben. Wie war das eigentlich nochmal, Rotom? War das physisch oder speziell defensiv? Kannst du beides spielen. Okay. Kannst du tatsächlich beides recht gut spielen. Ist natürlich jetzt echt bitter, dass die Hydro-Pumpe daneben ging. Ja. Mal gucken, Pixie dürfte den aber auch nochmal ganz gut wegtanken mit 202 KP. Richtiges Monster. Und schön nochmal. Überreste. Überreste, genau. So, mal gucken. Oh, da kommt der zweite Schwert. Da wird jemand aber richtig greedy. Da will jemand 6-0 mit Panferno durchsweepen. Nee, das glaube ich aber nicht, dass das so gut funktioniert. Ja, Pixie ist halt schon eine ziemliche Wall, muss man sagen. Mondschein hält sie nochmal voll. Ja, aber ob der Pixie damit jetzt gegen ein doppelt geboostetes Panferno ankommen kann, ist... Ja, mit Iron Fist wohlgemerkt. Bams, ja. Feuerschlag und... One-Hit. Wow. Ich liebe es zu sehen, wenn ein Pixie gewonnen wird, muss ich aber echt anmerken. Ja. Okay, kein Sturzflug, Akrobatik. Panferno tankt das noch, wow. Gar nicht mal so schlecht. Mann, warum hat man die Juwelen entfernt? Das wäre echt cool, jetzt so ein Flugjuwel auf Fiaro, ne? Ja, der Donnerschlag nimmt auch das raus. Schon zwei Pokémon weg, nur Panferno. Nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, Fiaro hält jetzt auch nicht unbedingt so viel aus. Das ist ja mehr. Ja, wobei ich glaube, ich wäre sogar direkt dann in Latios geswitcht. Weil, wenn man Schwertanz drauf spielt, ist die Kehrtwende eher unwahrscheinlich. Psychoshock gut mit Cesurio predicted, schön gemacht. Ja, ich auch. Und gut, da kommt wieder Rotom rein. Ich würde mal sagen, es handelt sich dann auch hier um ein physisch defensives Rotom. Ja, das sieht sehr danach aus. Oh ja, so, und da wechselt der nochmal raus. Okay, in Heliolisk. Das gute Edelsaat.
Ja. Jülich ist natürlich jetzt, kommt jetzt auf einmal Heliolisk für eine Fähigkeit. Wenn es Trockenheit bekommt, hat, dann bekommt es glaube ich jetzt auch mehr Burn-Schaden, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Was sieht aber nicht danach aus. Ich weiß nicht, ob sie das, also ich weiß halt, dass es durch Feuerattacken dann härter angekratzt wird. Durch Trockenheit. Das sah so dämlich aus gerade. Ja, aber Elisat. Eigentlich mag ich Elisat. Ja, ich auch, aber es sieht aus wie ein Satellit. Ja, ich mag Elisat total gerne, aber diese Angriffsanimation, die ist ein bisschen grenzwertig. Ja. Gut, gegen Schlappo möchte ich hier nicht drin bleiben. Wobei ich glaube, Schlappo wäre. Ich weiß gar nicht, ob Schlappo jetzt schon schneller gewesen wäre. Ich kenne mich mit den Base-Stats von den Dingen leider nicht so gut aus. Und ich sehe eins meiner Lieblings-Pokémon. Donphan. Oh ja, Donphan, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Das Ding ist richtig super. Cool. Oh. Bullfan, falls das noch einer kennt. Kennt wahrscheinlich kein Schwein mehr. Und da kommt Mega Schlappo mit dem Turmkick, der sogar trifft. Aua. Aber das macht nicht viel Schaden. Da kommt der Beulen-Name. Wow. Standard-Setup eigentlich für einen Donphan, wenn ich mich jetzt nicht recht... Ja, viele, also mittlerweile ist das Offensiv-Westen-Set auch sehr beliebt geworden. Kann ich auch, spiele ich auch gerne, aber ich spiele auch oft Beulenhelm drauf, auch lieber statt Überresten. Das ist für mich so wie bei Forstalker. Ich finde irgendwie ist Donphan so ein Pokémon, da lohnt sich Leftovers nicht so sehr. Ich weiß nicht. Nee, nicht so wirklich. Okay, und das Latios geht hier auf den Surfer und ja. Macht dem Cesorio guten Schaden. Wäre er gegen das Panferno schon auf Surfer gegangen, dann wäre das Cesorio sogar schon weg. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so unpraktisch. Und da ist wieder Schlappohr. Das ist das mega Schlappohr. Den Tiefschlag predicted, gut gemacht auf jeden Fall. Und es kommt nochmal der Tiefschlag, aber Schlappohr hat ja jetzt einen Kampftypus in der Mega-Entwicklung. Ja, stimmt. Und tankt den damit nochmal ganz gut weg. Und damit ist Cesorio schon besiegt. Das war, also da fehlt mir jetzt irgendwie das Gerangel mit dem anderen Cesorio. Ja, also ich habe den Titel nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich weiß, dass der Name Cesorio drin gefallen ist. Inferno. Inferno ist auch so ein Pokémon, keine Ahnung, das vergesse ich irgendwie immer, aber es ist, weil es Fourth Gen ist. Wobei ich meine, es dürfte nicht mal schneller sein als Schlappohr, wenn es voll... auf Init gedrillt ist. Ich weiß es gar nicht. Also Mega Schlappohr ist unfassbar schnell. Aber Skeptic wird es überholen, wenn es Mega wäre. Jetzt kommt erstmal der Dragon Pulse, ja. Aber warum kommt hier nicht die Mega-Entwicklung? Hat vielleicht ein Draco predicted? Ja, da kommt der Draco Meteor. Aber das der sollte ich. Reichen. So oder so, würde ich sagen. Ja, natürlich, Draco Meteor vom Latios tut ordentlich weh. Meinst du nicht? Yeah. Auf Wiedersehen, ja. Gewaldro. Also wenn es ein Mega-Gewaldo gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall besser angetan, direkt in die Mega-Entwicklung zu gehen. Weil er hätte ja noch Stab auf den Drachenpuls bekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass Latios dann weg wäre. Und da kommt das Apoqualyp. Yay! Da kommen die Pluspunkte. Wie ist Apoqualyp eigentlich ausgelegt? Ich denke mal defensiv. Ja, auf jeden Fall defensiv. Ist halt speziell defensiv extrem gut und dadurch, dass Latios hier noch den Spätangriffs-Drop bekommen hat, tankt ist das ganz gut weg. Wobei ich würde fast sagen, bei dem Schaden ist es vielleicht sogar ein physisch defensives Apoqualyp. Ja. Die physische Def ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei und wenn man dann darin investiert, ist man so ein bisschen ausgeglichen. Und hier, meine Kamera fokussiert wieder, Freunde. Eben nicht, es tut mir furchtbar leid. Und da ist das Schlappohr verbrannt. Das ist natürlich sehr, sehr gut gemacht. Ja, das stimmt allerdings, denn Verkrüpplung vom Angriff ist gar nicht mal so die schlechte Idee. Ja, gerade bei so einem Power-Aus wie Schlappohr. Gerade gegen ein Mega-Schlappohr. Oh ja. Wobei ich da frage, kann Mega-Schlappohr Abschlag? Weil ansonsten sehe ich nicht so den Sinn, das hier reinzuwerfen. Okay, da kommt Donphan. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, in der 6. Gen spielt einfach jeder Abschlag auf seinem Pokémon. Absolut, aber auch echt zu Recht. Abschlag ist so ein guter Move geworden. Okay, das Heilopfer finde ich sehr interessant. In Latios. Das war cool, muss ich auch sagen. Auch sehr genial. Nettes Setup. Sehr genial, das jetzt in Latios auf Latios zu passen. Ja. Okay, Trickbetrug. Not bad. Ja, jetzt geht's aber los hier. Also ich habe mir schon gedacht, dass er gechoiced ist. Okay, sogar gespeckt. Okay, alles klar. Ich dachte jetzt vor allem, der passt in den Scarf zu. Aber. Oh, der Abschlag macht viel Schaden. Das tut weh. Aber jetzt trifft er sich seinen eigenen Beulenhelm nochmal selber. Das ist ja geil. Da kommt der Psyshock. Ja. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Na, das reicht nicht. Nee, noch nicht. Okay, gut. Damit ist das Latios da Geschichte. Da hat er leider overpredicted. Da wäre ein Draco nochmal besser gewesen. Schade. Er hat ja die Drops wieder. Ja. Latios wäre auch gar nicht so unbrauchbar gewesen, würde ich mal sagen. Aber Cesorio kann er mit dem Abschlag natürlich auch klären. Jo, natürlich. Cesorio auch. Einfach richtig gut geworden nochmal in der 6. Gen durch Abschlag. Also. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von 6. Gen Competitive keine Ahnung, ich habe in der 5. Gen aufgehört. Ja, aber ich weiß nicht. Also Cesorio, gerade durch Abschlag, wie gesagt, ist halt nochmal einen kleinen Ticken stärker geworden, als es ohnehin schon war. Hat die den Fokus gut? Spiele ich auch sehr, sehr gerne auf Cesorio. Also bietet sich an. Ist auch gar nicht.
glaube ich, gar nicht auch so blöd, weil ich glaube, das fährt auch gar nicht mehr so viel aus, wenn ein Kampf Das sowieso und. Und das, dass man Fernhardt auch einen Fokus gut, aber ich glaube, das hätte eben nicht gar nicht so viel. Ja, gemacht. Weil er sowieso schon angekratzt wurde und ja, Elisard kann gegen den Tiefschlag nichts machen. Aua. Armes Elisard. Ja, Elisard hat eigentlich fast überall richtig gute Werte, aber die physische Death lässt dann doch leider sehr zu wünschen übrig. Jetzt die Frage, kann Apokalypse das noch wegstecken? Kann es offenbar nicht. Ouch. Wow, not bad. Ouch. Da rastet Cesurio komplett aus und sweept einfach mal zum Ende des Kampfes. Das war heftig. Das war interessant, Freunde. Das war auf jeden Fall ein cooles Match, muss ich sagen. Also, was ich sehr interessant finde, ist einfach, das hat sich ja wirklich sehr gedreht, das Match, ja. Ganz am Anfang hat Fernord einfach zwei Pokémon weggerotzt mit diesem sehr frühen Sweat-Up, sehr gut, mit diesem sehr frühen Setup und Cesurio am Ende nochmal geklärt, also nicht schlecht. Das war gut. Auf jeden Fall GG. Was mich am meisten verwundert hat, war halt einfach das Heilopfer Persen auf das Latios. Ja, das war eigentlich echt ein cooler Move, muss man sagen. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht bei so einem offensiven Pokémon wie Megaschlappohr und nicht mit einem Heilopfer gerechnet. Habe ich auch echt zum ersten Mal jetzt gerade gesehen, Heilopfer auf Schlappohr. Also ich kenn's standardmäßig mit Mogelhieb, Turmkick und dann kannst du variieren, Rückkehr, Icy, bla bla bla. Kannst du ja aussuchen, Protect vielleicht, ja, wobei Protect eher weniger. Kannst du halt wirklich sehr viel rausmachen. Und ja, Freunde, das war's soweit vom Kampf und ja, Haku, vielen Dank fürs Mitkommentieren. Kein Problem, immer wieder gerne. Oh yeah. Und es ist unglaublich, Freunde. Ey, Haku, wir haben eine Aufnahme zusammen durchbekommen. Ich glaube. Wir haben eine Aufnahme durchbekommen, ist unfassbar. Nach einem Jahr, einem Jahr, Freunde. Ja, Mensch. Ja. Das war's auf jeden Fall für heute. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch einen Kampf einsenden wollt, dann schreibt mir jetzt einfach in die Kommentare euren Kampfcode mit einer kleinen Überschrift. Und vielleicht seid ihr dann schon beim nächsten Mal dabei, wer weiß. Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal und haut raus. Ciao!